Servus Leute, da bin ich wieder. So, heute wollen wir endlich mal das Bison Jägerbeil ausprobieren. Und wenn der Bock drauf hat, dann bleibt er drauf. Viel Spaß. So Leute, also wie gesagt, das Bison Jägerbeil. Schönes, handliches Beil mit 500 Gramm Achskopf und 38 cm Stiel aus Hickoryholz. Also ich finde, es ist wirklich so, gerade für Outdoor, für Tracking und so, wirklich eine richtig gute Größe. Das bekommt da schön in den Rucksack noch rein. Oder könnt ihr euch hier schön an den Gürtel hängen oder so. Aber 500 Gramm könnt ihr trotzdem ein bisschen was mit arbeiten. Das ist ja auch ganz wichtig, weil man hat es ja nicht zum Spaß dabei. Ja, es gibt es nämlich noch kleiner als Tracking-Beil, wenn ich richtig gesehen habe. Das ist dann fast die Hälfte oder so drei Viertel ungefähr. Ja, aber wie gesagt, mich hat das hier interessiert, das Jägerbeil. Mit dem habe ich schon eine Weile geliebäugelt. Zur Firma selbst, Firma Bison, deutsche Traditionsfirma, gibt es seit 1879. Die wäre oftmals gern in Fore oder bei Rezession oder so ein bisschen mit der Hulda Force Beile und Äxte verglichen, die ja wirklich sehr gute Qualität haben müsse. Ich habe noch keins in der Hand gehabt, aber ich höre nur Gutes drüber. Aber genauso höre ich bis jetzt nur Gutes über die Bison. Einziger Punkt, was ich jetzt öfters mal gelesen habe, ist, dass sie nicht ganz so scharf kommen in der Auslieferung oder dass mal ein Anschliff ein bisschen nicht hundertprozentig gerade ist oder so. Aber wie gesagt, das sind handgeschmiedete Beile. Und handgeschmiedet heißt einfach, da ist nichts perfekt. Da ist jedes wirklich ein Unikat im Prinzip. Legen wir mal hier hin. Und ja, und so soll es ja auch sein. Ich habe es jetzt ein paar Mal dabei gehabt, habe ein bisschen Holz damit gemacht, noch nicht wirklich viel. Ich muss sagen, meins war halbwegs scharf. Ich habe jetzt auch noch nichts dran gemacht, dass ihr so den ersten Eindruck seht, wie es ausgeliefert ist. Aber es war ein bisschen schärfer, also wird schon ein bisschen nachgelassen habe, denke ich jetzt mal. Zum Anschliff und so weiter muss ich sagen, ich sehe wirklich überhaupt nichts an dem Modell, was mich jetzt irgendwie stören wird. Es wackelt auch nichts, es sitzt alles fest und so. Der Stiel sieht geil aus. Den habe ich ein bisschen eingeölt, der ist dadurch noch ein bisschen dunkler sogar geworden. Ja, also ich finde es so auf den ersten Blick einfach mal top. Und ich habe es euch ja schon mal kurz gezeigt, damals als ich es bekommen habe, weil es da im Angebot war. Und jetzt wollen wir es heute natürlich mal zusammen richtig testen. So, ich habe hier ein bisschen Holz liegen. In der letzten Male, wo wir hier waren. Oder nur was Ganzes. Das ist natürlich wieder schön krumm, scheiße. Was muss ein Beil können? Als erstes mal Spalte, das ist ja mal das Allerwichtigste. Da haben wir jetzt wirklich der krummste Dinger von allen herausgesucht. Das ist, wenn man so toll vorbereitet ist wie ich. Ne? Wie soll ich den jetzt gerade hinstellen? Der fliegt mir jetzt gleich um die Ohren. Wisst ihr was? Da machen wir es anders da. So einfach so. So, jetzt ist drin. Ich habe natürlich jetzt wieder die längste und krummste Dinger von allen verwischt. Aber dann sieht man am besten, was es kann, wenn man so Dinger da benutzt. So, hört das, wie es kracht.
ihr seht, das war jetzt extra ein ziemlich langer Brocke. Natürlich haben wir auch kürzere da, dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Genauso krumm wieder. Eieiei, hier bin ich ein krummes Sägeband. Ja, also Spalte tut es natürlich. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Gut, was muss eine Axt bzw. Beil noch können? Ein bisschen schnitzen soll es können. Nimmt man zwar eigentlich ein Messer dafür, aber so ein bisschen, wenn man mal kein Messer dabei hat, wäre es schon schön, wenn sie ein bisschen schnitzen könnt. Ja, das kann es auch. Aber ich soll es echt mal wieder schärfen. Aber wie gesagt, ein Beil ist auch nicht dazu da, um Löcher zu machen. Sondern um zu spalten. Aber wie ihr seht, es macht auch noch Löcher. Also schneide tut es auch. Nee, mit links geht es gar nicht. Nee, scharf genug auf jeden Fall, so ein Beil. Aber natürlich will ich es ein bisschen schärfer haben, das ist ja ganz klar. Da sieht man es jetzt mal. Hey, also das Ding ist scharf genug für ein Beil auf jeden Fall. Also ich bitte euch, ganz ehrlich, das ist scharf genug. Was ich auf jeden Fall machen muss, hier ist so ein kleiner Lederbändel mit dran. Da muss ich mir ein gescheites Paracord rummachen oder was. Dann gescheite Lederbändel halt, was weiteres. Dass ich es einfach hier noch ums Handgelenk rummachen kann. Dann hat man es einfach ein bisschen besser im Griff. Und ja, dann ist einfach das Handling auch ein bisschen besser. Und wie gesagt, also Spalte. Ist absolut kein Problem natürlich. Es ist natürlich keine Axt, klar. 500 Gramm sind 500 Gramm. Aber man muss natürlich Kompromisse eingehen. Wenn man das Auto mitnehmen will, gewichtmäßig. Größemäßig, Hartmaß und so weiter. Und da denke ich, ist das wirklich ein guter Kompromiss auf jeden Fall. So, was machen wir noch damit? Was anspitzen und in den Boden rammen. Weil da haben wir die Rückseite, das muss natürlich auch was können. Ich hole uns mal was zum Anspitzen. Einen Moment. Wobei, das reicht ja eigentlich schon. Zu viel natürlich. So. Lassen wir es mal als Spitze gelten. Boden ist natürlich steinhart, aber egal. So, das reicht auf jeden Fall.
Bewegt hat sich auch nichts. Wackelt nichts, tut sich nichts. Alles wunderbar. So, müssen wir noch irgendwas machen? Werfen? Sollen wir es werfen? Weiter treffe ich nichts. Ja. Gut. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu zeigen, würde ich mal behaupten. Fazit. Geiles Teil. Gefällt mir einfach optisch richtig gut. Hat so ein bisschen was von so einer kleinen Wikinger-Axt irgendwie so. Ja, vor allem finde ich es halt wirklich gut, dass es ein deutsches Produkt ist, dass es handgeschmiedet ist. Und ich finde, dafür kann man auch ein bisschen mehr Geld zahlen. Wobei das hier relativ ist. Das Teil kostet normalerweise um die 50 Euro. Was ich absolut angemessen finde. Und momentan, ich habe extra nochmal geschaut, ich mache euch auch mal einen Link rein. Amazon kriegt man es momentan für 40 Euro, ist immer noch im Angebot. Ich glaube, wo ich es mir geholt habe, war es sogar noch ein bisschen günstiger, da war es bei 37 oder so irgendwas, aber 40 aktuell. Wenn ihr euch dafür interessiert, müsst ihr halt mal schauen. Keine Ahnung, wie die Preise bis dahin sind. Ich kann es nur empfehlen, ich finde es wirklich geil, das Teil. Verarbeitung bei meinem ist super. Da passt wirklich alles und ich finde es richtig geil von der Größe her. Das kleine Trekkingbeil würde mich zwar auch noch interessieren, aber ich werde es zwar immer mitnehmen, weil es wirklich zu schätzen weiß mittlerweile, aber es ist für mich halt kein Messer. Also Messer kann ich nicht genug haben. Beil und Äxte brauche ich wirklich nur eine große und eine kleine für unterwegs. Das reicht mir völlig. Nee, ich finde das Teil echt genial, mir gefällt es richtig gut. Lederscheide macht auch was her. Hat am Anfang ein bisschen gehakelt, also war ein bisschen enger, aber so soll es ja auch sein eigentlich. Mittlerweile, wenn man es halt ein paar Mal rein raus gemacht hat, da braucht man auch den Druckknopf gar nicht mal zu öffnen. Ja, ist echt geil, das Teil. Ist jetzt nichts für den Gürtel oder so dabei. Aber ihr könnt es euch einfach so durch den Gürtel stecken, so trage ich es eigentlich am liebsten. Oder beim Rucksack neben rein hier ins Molo-System oder halt irgendwie in die Bänder reingeschnallt. Nee, einfach ein cooles Teil. Macht was her. Ja, wollte ich euch zeigen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr wisst ja, einen Daumen auf. Wenn das erste Moldo seid, würde ich mich natürlich über Abo freuen. Und falls ja, dann ganz wichtig, die Glocke drücke, dass ihr keine Benachrichtigungen verpasst, wenn ich wieder mal was hochlade oder so. Und schreibt mir gerne mal einen netten Kommentar dazu, was ihr von dem Beil haltet. Und dem kleinen Äxtle hier. Vielleicht hat es ja der eine oder andere von euch. Ja, ich bin echt zufrieden damit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dort noch. Ciao.